Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch das Quest 2 Update von Indes vorstellen und das hat es echt in sich. Also ich habe eben mal einfach so reingeguckt und dachte so zuerst so, ja, sieht gut aus natürlich, aber so viel ist ja gar nicht geändert. Also es war mein erster Eindruck im Spiel, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man echt, was alles geändert wurde und ich habe mir dann nachher auch nochmal diesen Changelog vom Entwickler angeschaut, den gucken wir uns gleich mal kurz an und ja, da wird auch nochmal einiges erklärt und gezeigt und als erstes ist mir aufgefallen, dass es so ein Nebelschleier die ganze Zeit da in der Luft schwebt, das sieht echt cool aus. Die Weitsicht, was man schon in den News-Sendungen gesehen hat, was ich vorgestellt habe von den Gebäuden, also die ist echt enorm, also man sieht weit entfernte Gebäude noch, wo man irgendwann noch hinkommt. Und vorher sah man da echt nichts, weil halt die Weitsicht ja gespart werden musste, also Grafikpower musste gespart werden. Und ich freue mich echt, dass Entwickler jetzt hingehen und die Quest 2 Power auch nutzen wollen und da immer weiter jetzt Updates raushauen für die Quest 2. Freut mich und das können einige Spiele gebrauchen. Weil was nutzt uns eine 3090 Grafikkarte, wenn man dann ein Spiel von 2005 spielt und die Grafikpower nicht nutzt, ne? Von daher bin ich froh, dass jetzt Updates rauskommen für die ganzen Spiele und ja, da können wir uns echt freuen. Und Indes macht echt, ist sowieso einer meiner Lieblingsspiele, ein Must-Have-Titel und das macht auf der Quest 2 enorm Spaß, weil man halt auch kein Kabel hat, man kann sich die ganze Zeit hin und her drehen. Was ein bisschen negativ auffällt, ist aber questbedingt das Aiming mit dem Bogen, wenn man zu weit nach da zieht, dass der Controller dann irgendwie weg ist und ja, man muss halt anders zielen, als wenn man mit einem PC VR-Brille zockt, die Lighthouse hat, wie ich mit der Valve Index, ist halt ein ganz anderes Feeling, ne? Aber das erstmal so am Rande, weil wir kommen ja zum Quest 2 Update und jetzt schauen wir uns das PDF-Dokument mal an vom Entwickler. So, hier haben wir das Dokument und ja, hier wird auch nochmal kurz gezeigt, das habe ich schon mal gezeigt in der News-Sendung, aber hier sehen wir einmal die Weitsicht, die bei der Quest nicht vorhanden war oder nicht wirklich vorhanden. Da sieht man natürlich so den kleinen Turm noch im Hintergrund und ja, hier sehen wir die wirkliche Weitsicht und das Gebäude da hinten und das ist ziemlich weit weg und das ist jetzt noch sichtbar und man sieht auch hier diese ganz feinen Nebelschleier, das ist nicht einfach so sag ich mal, ein PNG reingeschmissen, sondern das ist wirklich berechneter Nebel. Und hier steht auch New Fog Effect, another exciting thing and visually my favorite is a new volumetric multi-layered custom fog. Und das sieht echt cool aus, macht viel her im Spiel. Und das ist mir im Spiel dann nachher auch noch aufgefallen. Hier die Figürchen, die Engelsfigürchen, die fehlen in der Quest 1 Version und hier sind sie dann vorhanden. Da gehe ich auch im Spiel nochmal kurz drauf ein. Und ja, hier sehen wir einige Sachen noch oder wird geschrieben. Ne? Wolkenschatten, Scrolling Cloud Shadow Effect. So the clouds now cast a noticeable shadow when above. Okay, wenn man wirklich Wolken über sich hat, dann werfen die auch einen feinen Schatten. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber hat man wohl. Neuer Schnee-Look, also eine andere Textur für den Schnee wahrscheinlich. Und dann, ja, New Snow Shader. Texturfilter ist ein anderer jetzt. Und es sieht einfach besser aus. Also, wenn man mit der Quest jetzt drin ist, es sieht einfach fantastisch aus, wenn man damit spielt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Es sieht genial aus. Wir haben echt Änderungen und ja, wenn man hier diese ganz feinen Sachen sieht, Nebel, die Wolken, was jetzt alles besser aussieht und hier hat man einfach nur so eine weiße Matsche, ja, dann weiß man, was ich meine. Also es lohnt sich definitiv, Indes mit der Quest 2 zu zocken und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Gameplay und dann könnt ihr euch das im Gameplay auch mal anschauen. Viel Spaß! So Leute, ich durfte mir das Update für die Quest 2 von Indes Unchained vorab anschauen und ja, also ich muss sagen, vom ersten Blick her sieht es auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Ich habe es natürlich jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, aber das sieht alles so,
Ja, von den Texturen nicht viel besser aus. Alles, was weiter weg ist, ist jetzt auch noch sichtbar. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein, schauen wir uns das mal an. Ja, auch das mit dem Nebel, das sieht viel, viel besser aus jetzt. Ja, alles, was weiter weg war, ist sichtbar. Also man sieht halt viel mehr Details, ne? Oh, komm, da oben. Da oben könnte man die überraschen hier, die zwei. Die zwei bösen Buben. Ist der auch nochmal geportet? Ah, macht einen echt guten Eindruck, muss ich sagen. Wow. Na, wir müssen mal kurz weg hier. Man muss natürlich sagen, wenn man das Spiel gewohnt ist, auf dem PC mit Lighthouse Stations zu spielen, mit der Valve Index oder so, ist das mit dem Ziel natürlich schwieriger. Aber es funktioniert schon echt gut, muss man einfach sagen. Na komm. Ah, da ist ein bisschen weggedriftet. Der Controller gerade. Wir gehen einfach näher ran. Das will auch nicht funktionieren. Doch, jetzt. Ob nicht einfach hinter mir einer portet oder so. Das sieht echt gut aus. Ist hier noch einer? Okay. Also da haben sie echt was rausgeholt, muss ich sagen. Na komm. Na komm. Ah, der hätte ruhig direkt kaputt gehen können. Oh, der hat aber einen Sittich gemacht gerade. Also viel Locomotion ist hier auch noch nicht drin. Haben die aber meiner Meinung nach auch vorgehabt, noch reinzubringen. Wow. Ich will hier hoch. Ach, schau mal, wie weit wir hier echt gucken können. Und was ich in meinem letzten Video gesagt habe, diese Figuren, die waren ja auch weg. Das habe ich in meinen News-Sendungen erwähnt. Also die haben ja super viel noch auch eingefügt, was vorab. Da also. Okay,
Okay, wir haben zwei Lebenspunkte noch. Ja, was vorher nicht umsetzbar war, weil jedes Objekt frisst natürlich auch Ressourcen, ne? Und da mussten die bei der Quest natürlich gut abspecken. Aber trotzdem macht es mit der Quest jetzt auch Spaß. Also wenn man es nicht anders kennt, ja. Ah, ja, okay. Wusste ich noch gar nicht, dass das so geht. Kann man uns Geld angucken und Punkte, glaube ich. Ja, wenn man es nicht anders kennt, dann ist man auch mit der Quest-Version zufrieden. Ne? Wenn man diese jetzt kennt und dann wieder zurückgeht, ist natürlich was anderes, aber ja, macht schon mehr her. Na komm. Eat that. So. Ich meine auch, dass die Fenster nicht so wirklich so klar aussahen. Ein bisschen zeige ich euch aber. Boah, das war direkt ein Headshot. Das können wir hier nochmal den nehmen. Eispfeil. Kann man den auch nochmal checken. Wow. Na komm. Oh. Okay, down. Ja, Leute, das sollte jetzt auch nur eine kleine, ja, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie es jetzt aussieht. Und ich finde, es macht einiges her. Und, also, was heißt einiges her? Aber es macht viel, viel mehr her als die Quest-Version. Und sieht mit der Quest 2 echt fantastisch aus und ja, ich bin echt begeistert und ich werde es jetzt mit Sicherheit auch häufiger mal spielen, denn Indes ist einfach ein mega geiles Game, kann man nicht anders sagen. Sollte jeder gespielt oder jeder VR-Fan, jeder VR-Besitzer sollte Indes in seiner Bibliothek haben. Es ist ein absoluter Must-Have-Titel. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vom neuen Update verschaffen. Und ja, wenn euch's gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, die Glocke, ne? Die Glocke müsst ihr definitiv drücken. Dann werdet ihr immer informiert über neue Livestreams, neue Videos und so weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.